Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Part hier in EU4. Wir haben gerade ein bisschen über Politik geredet, über Brandenburg und Baden-Württemberg, aber nicht viel. Ich habe eigentlich nur die Kommentare vorgelesen, die könnt ihr ja euch auch durchlesen in den Videos. Ich würde gerne zeitnah weiter Kriege erklären, kann ich aber aktuell nicht, weil ich auch noch nicht gegen Usbekistan gehen kann. Ich habe nämlich keinen Kriegsgrund, beziehungsweise ich kann wahrscheinlich keine Provinz fingieren. Ich muss mal ganz schnell zu Tobi. Tobi, Oberschnurrgeil, bitte nicht so, dass... Achso, okay, warte, Oberschnurrgeil ja gar nicht. Ja, was? Eiko, wir brauchen das sowieso, heute Feind ist natürlich, Kannst du auch schreiben. Wir werden einen Krieg gegen Schweden... Nee, wir können schon sagen. Das war jetzt stoppen. Wir werden einen Krieg gegen Schweden und damit auch gegen Postal. Bei Heiko, wir sind gerade noch gestoppt, glaube ich. Ja. Oh, danke. Ich bin schon wunderbar, warum nichts geht. Wir wollen den Krieg gegen Schweden und Toskana eben starten und da wäre deine Hilfe natürlich sehr gebraucht. Ja, aber es geht nicht. So nicht. Ja, womit kann ich dazu rufen? Ja, aber Tobi. Naja, das wäre unfair. Macht es zu zweit, dann ist okay und ich schicke euch Kondotiri. Schicke euch 25% meiner Mias Kondotiri. Das sind 30 Truppen ungefähr. Dann schick sie mir, damit ich die Toskana halt beschäftigen kann. Okay. Ich weiß halt nicht, was die Toskana, also ich habe halt, also ganz ehrlich, Schweden ist gar kein Problem, aber die Toskana ist halt... Ja, sie ist auch nicht so OP, aber wir müssen sie halt brechen. Moment mal, 111 mal 0,25, ich kann euch 27.000 Truppen schicken. Genau, hilfst du uns nicht einfach in dem Krieg? Was? Warum hilfst du Tobi nicht einfach direkt in dem Krieg? Weil ich hier mit Tobi eh schon total die Sonderregel habe und wir eigentlich gar nicht verbündet sein dürften. Das sind deine Regeln. Ich weiß. Ich finde es ja auch, wie erwähnt, ich spiele ja nicht darauf zu gewinnen. Und wenn ich deswegen verliere, dann ist okay, dann waren das immerhin gute Regeln. Ob es gute Regeln waren, wenn man verliert? Naja. Ja. Wenn du wegen den Regeln verlierst? Nö, deswegen so nicht. Weißt du, wie ich meine, wenn der YouTuber aufgrund seiner eigenen Regeln gewinnt, dann ist alles schief gelaufen. So war das gemeint. Aline, du kannst dann, wenn du im Krieg gehst, kannst du einen Söldnerheer eigentlich aussehen. Ein Söldnerheer? Wie mache ich das? Und zwar unter den normalen... Bei Bürgerkriegen, die geskriptet sind, also über Fokusse oder halt. Ja, da war gerade meine Nachbarin bei mir. Also zum Beispiel, wenn du als Deutschland und Post Hitler machst oder spanische Bürgerkrieg, das sind ja Skripte. Und bei denen ist es so, dass das Game dir Einheiten spawnt. Und die Einheiten haben halt einen bestimmten Namen. Im deutschen Fall Landsturmregiment. Wenn du jetzt vor dem Bürgerkrieg ein. Kurze Frage, an welche Front sollen meine Truppen denn gehen? Wie gesagt, an die Toskana. Tobi, kannst du Channel switched. Das heißt so, wenn du zum Beispiel vor dir ein Regiment baust mit ganzen mittleren Panzern, Artillerie etc. pp., hast du halt im Zivilkrieg dann nur mittlere Panzerdivision dazustehen, während der Rest Infanteriedivision dort hat. Und das ist halt schon ziemlich krass. Und am Ende des Bürgerkriegs hängst du dann einfach nur Buchstabe an den Divisionsnamen und dann bleiben die Einheiten da, dann werden sie auch nicht gelöscht. Oder du löschst sie und stellst halt deine Einheiten dann wieder neu auf. Und dann habe ich mir noch was zu U-Boot, Flugzeuge, allem möglichen Scheiß eigentlich angesehen. Also Stunden von Material, nur damit ich die Regeln überarbeiten kann. Weil Heiko gesagt hat, ja, die haben da rumgeheult und Co. Und weiß das nicht. Ich tu mir mal die aktuellen Glitches an und guck mir so mal so an, was auf YouTube im Moment aktuell ist. So Leute, in den Kommentaren, was soll ich tun? Ich könnte jetzt einen Krieg gegen Böhmen führen. Aber dann wäre ich automatisch im Krieg. Ah ne, ich wäre im Krieg mit Österreich, scheiße. Wenn ich einen Krieg gegen Österreich führe, ich bin mit dem verbündet. Ja, es macht keinen Sinn, dass ich mit dem Kaiser verbündet bin, das muss ich auflösen. So. Ich brauche neue Verbündete. Mit wem ist denn Münster verbündet? Ah, ist protestantisch, das kann man eh. Gar keinen Bock auf die. Andererseits kann man uns vielleicht rechtfertigen, kann ich sind mit Frankreich verbündet. Okay,
Ein bisschen allein auf der Welt. Eigentlich darf ich mir auch keine Großmacht suchen. Wen haben wir denn sonst noch so? Venedig, Aztekenreich, das Aztekenreich hilft mir vielleicht. Münster, Inka-Reich, Portugal. Portugal, aber die sind wahrscheinlich auch schon mit der Großmacht verbündet. Großbritannien ist tatsächlich keine Großmacht. Ich brauche aber einen Krieg, weil ich wirklich langsam sicher das Problem habe, dass ich hinterherhink dann, wenn ich nicht diese zusätzlichen Punkte bekomme. So. Münster ist mit zwei Großmächten verbündet. Moment. Was tatsächlich? Münster ist mit zwei Großmächten verbündet. Kümmern uns drum. Gut, dass ihr drauf achtet. Vielen Dank. Ah, stimmt. Ich könnte gegen die Festung bauen. Gute Idee. Aber ich kann hier nicht bauen. Ah, weil ein Missionar hier tätig ist. Okay, das ist ja noch in Ordnung. Kurze Nachfrage, siehst du Toskana noch als Großmacht? Stimmt. Das ist jetzt eine gute Frage. Eigentlich haben sie es verdient, weil sie mich verarscht haben. Andererseits, ja okay, lasst Münster und Toskana mal stehen. Die haben jetzt so einen Zwischenstatus. Die müssen jedes Mal einzeln fragen und dann überlege ich mir da was. Okay. So. Die religiösen Ideen sind gar nicht so schlecht. Ich muss sagen, mein Land ist sehr stabil katholisch. Ich bin so dieser eine fette katholische Block mitten in Europa. Heiko, könntest du mir einen Gefallen tun? Wir müssen gleich mal kurz wegen der Provinz. Ja, ich bin da. Auf meine SSD geschoben. Und zwar, wegen der Provinz Oka, die hier ist. Ich bräuchte die für eine Mission. Die hast du aber. Ja, okay. Aber wie schreibt man die? Wie man spricht, OKA meine ich. OKA. Ah, OKA, ja, ich sehe sie schon. Unter Tula. Braucht die für Russland vereinigen. Da bei Meme. Hey, warte mal kurz. OKA. Link, ich hab's kurz draufgeklickt. Ja, ich mach das über das Suchfeld. Ah, du meinst Kaluga. Nee, OKA. Ah, drunter, ja, gut. Okay, ja, ich kann dir die geben. Also kann dann, wenn du irgendwas dafür willst. Wie viel Geld hast du denn? Geldtechnisch vielleicht was anderes als Geld. Du musst mir vielleicht später bei einem ziemlich üblen Krieg helfen. Ja, das darauf bereite ich mich vor. Wunderbar. Jetzt UNO oder was? Ich kann dich zwingen, eine Allianz aufzulösen. Wir können Kartenteilung beantragen. Wo kann ich denn weißt du, was schenken? Du mal im Stream spielen hier. Ist? Was? Parts Against Humanity. Ich weiß, sagst du jedes Mal, oder? Ja, und du hast es auch immer noch gemacht. Ich bin echt so dumm fürs Alphabet. Da hast du eventuell eine kleine Söldner mehr ausgehoben. Es hieß, ich soll eine machen. Aber meinte ich eigentlich, wenn wir dann im Krieg sind, aber verdienst du doch. Achso, ich dachte, ich soll die jetzt machen. Nein, das hättest du noch machen können. Tobi, ich muss aber ein bisschen Geld fordern, ja, weil es wäre unfair, wenn ich es nicht tue. Ja, es ist. Sie fordern nicht so viel. So, ich hoffe, es macht dich nicht tot. Weil das Geld bringt mir eigentlich gar nichts. Es geht nur darum, dass ich dir die Provinz nicht einfach so schenken darf. Tobi müsste eh super reich sein. Nee, nicht so sehr. Wo geht mein ganzes Geld hin? Nee, also durch dich, ja genau, ich investiere das halt dann. Alkohol. Ja gut, das passt ja auch, ja. Ja gut, Russland, ne? Tobi, was bekommst du denn? Achso, plus 6 momentan gerade. Ich hab 200 Tacken im Konto. Wir machen ein bisschen mehr. So wenigstens im Parlament. Der Heiko kriegt plus 30, sehe ich gerade. Oh, ich mach mehr Geld als Heiko. Keine Ahnung, wie viel Geld der macht. Ich weiß nicht mal, wo ich das ablesen könnte. Aber plus 30 hat eigentlich relativ frei. Kann ich nämlich erobert Finnland machen. Ja. Willst du wissen, was ich für ein Einkommen hab? Deshalb krieg ich nicht Claims auf ganz Finnland. Wischfuchs, weißt du, was ich für einen Gewinn hab? Ja. 37. Oh, so viel wie ich? Aber ich hab 115.000 Mann oder so. Auf vollem. Ja, Angeber. Alina, du kannst, die Söldner jetzt so lange nochmal auflösen, Okay. Und wenn, sobald wir sie dann wirklich brauchen, bau vielleicht auch ein paar Artillerie- und Kavallerie-Söldner. Cool. Und du kannst sie dann einfach mit deiner normalen Armee zusammenfügen, weil es gibt immer einen extra Knopf nach dem Krieg, die Söldner nur rauszuwerfen aus der Armee.
Okay, perfekt. Nein, ja. Hä, wieso? Der Weißrussisch wird nicht gefordert. Dann fordern wir jetzt halt die weißrussische Kultur, ist mir jetzt auch egal. Also ich will unbedingt sehen, dass Stockholm an Alina fällt. Unbedingt. Was wollt ihr sehen? Stockholm muss an dich fallen. Wieso Stockholm? Das hat was mit meiner persönlichen Rache zu gegen den Schweden spritzt. Achso, weil er mir am Anfang gedroht hat, dass er mich einnimmt. Achso, nein, weil ich den Typen einfach nicht persönlich überhaupt nicht anschaue. Wer ist denn das? Adidas? Nein. Was? Wer spielt Schweden? Ach, geht es. Wer ist das? Der Typ, wegen dem ich den ersten Krieg verloren habe. Das ist vor allem der Typ, der auch in Häufischen ist. Der Wichser ist ganz. Ganz ruhig, Fischenfuchs. Sei froh, dass du den nicht kennst, denn wirklich. Also, es sagt mir irgendwas, aber. Ich weiß Adidas, nicht was. Ja, das sagt mir auch was. Nee, das ist nicht Adidas. Nein, der andere. Aber ich kann das gerade nicht zuordnen, wer das ist. Das ist. Ja, ich du müsstest vielleicht schon mal mit ihm gesprochen haben, tatsächlich. Ja, ich glaub's auch. Was sieht eigentlich gerade irgendwas Interessantes auf der Welt? Okay. Spanien wie von ein paar Rebellen auseinandergenommen. War das der? Waffenstillstand ist durch. Das war der total religiös. Oh lol, guckt euch mal Spanien an. Dich? Nein, will ich nicht. Okay, dann worauf genau haben wir jetzt eigentlich noch gewartet, Tobi? Auf den Waffenstillstand von Heiko mit. Aber warte, brauchten wir doch gar nicht, weil Heiko muss uns ja nur Kondentäre senden. Heiko, zieh mal ein bisschen. Dann weiß ich auch nicht. Tobi, können wir dann beginnen? Ja. Okay, warte. Wo ist eine Söldnerarmee? Ich muss nochmal kurz um, Listen. Im Land und dann, heb schon mal die Söldnerarmee aus. Ja, wie viel soll ich von was machen? Am besten mach bei deiner Armee 5 Söldner Infanteristen. Und der Rest auf AMG. Was? Oder Porsche ist auch gut, je nachdem, wie ich mache. Ein Pferd und 2 Artillerie. Ein Pferd. Wie gesagt, Ferrari. Ach, schreck. Ich mache jetzt ein How-To-EU4-Tutorial-Videos. Mit so einer Videoreihe. EU4 kannst du nicht per Tutorial lernen. Doch, ich hab doch gerade gesagt, immer eine Tutorial-Reihe. Mein Heiko hat das versucht und wir sehen, wie das gerne ist. Hört eigentlich meine Freundin gerade schreien? Nein, warum schreit deine Freundin? Schreit, Moment. Die spielt gerade League of Legends und ist anscheinend am Verlieren. Ich weiß es nicht, das ist ja, auf der Couch und schreit herum. Ja, da kann man aber schon verstehen, warum da rumschreit. Ach ja, Gott, meine Könige werden immer schlechter. Ja, welcome in the club, so. Also der ist schon mal richtig kacke. Kann ich einfach mit Königin Herrscherin werden? Heiko? Ja? Ich glaube, wir müssen mal einen Rehost machen, also einen richtigen Rehost, weil die ganze Zeit Leute, die Hot Join out of sync fliegen. Und das kann man nur durch einen richtigen Rehost beheben. Okay, das machen wir. In 12 Minuten, genau. Sehr schön, okay, danke. Ja, wir machen in 12 Minuten mal einen Rehost. Okay. Heiko, kannst du mir die Kondidäre, wenn die in Österreich stehen, überschreiben überhaupt? Nimm das mal an. Ja, ich meine, müssen sie nicht in deinem Heimatland stehen, damit sie so machen? Weiß ich nicht. Notfalls schicke ich es halt wieder zurück und wieder ran. Ja, ich arbeite daran. Stream aufgemacht, da steht Alfarius Venedig. Erstmal Venedig beleidigt. Wir sind Österreicher, wir brauchen lange, um unsere Reise zu bauen. Stream wieder geschlossen. Ich meine, du könntest ja nach Österreich expandieren, die haben nur Spanien als Verbündeten. Wischfuchs, ich würde euch empfehlen, jetzt das zu machen, weil ich erkläre gleich den Krieg. Wischfuchs, wie hatten wir denn das jetzt ausgemacht? Also du brauchst da unten keinen. Ist ja nicht Spiel heute, 21 Uhr. Beeilt euch aber, weil ich erkläre gleich selber Krieg und dann kann ich euch wahrscheinlich keine Kondottieri mehr schicken. Ja, okay. Geh jetzt damit schlafen. Dann legen wir los. Du musst mich reinladen, Tobi. Hä, wieso fliegen wir jetzt alle raus? Wieso ist da jetzt Frankreich? Also die Leute sollen nicht jetzt raus, die Leute sollen in 12 Minuten raus. Ja. Weil irgendwie Leute gegangen sind. Heiko, du kannst Pause gleich drücken, mal. Warum? Echt? Wer denn? Frankreich und so. Glaube ich zumindest. Okay, gut. Haben wir nicht.
Heiko, schick mir die Kommentare bitte. Ja. Moment. Toll, ja, das geht ja. Ja, das ist kein Problem, schick ab. Nee, ja, ich muss ja Amia Z irgendwas, weißt du, ich kann mir ja keinen Namen merken. Können wir den Krieg machen, sonst gehe ich hier pleite. Warte. Nee, du gehst nicht. Sag ja einfach nochmal Bescheid, Specs, das Rehoster, was? Sagen wir allen Bescheid. 1, 2, 3. Ich kann euch übrigens weniger Truppen schicken, als ich dachte. Und zwar nicht wegen irgendwelchen Regeln, sondern ja, ich weiß vom schon. Spiel. So. Bogumil, okay, so heißt der Typ. Lino, kannst du losmarschieren nach Schweden? Nach Schweden, wohin genau? Nordfinnland. Also, ja. Wohin? Finnland einfach, da kannst du reinmarschieren in das Territorium der Schweden. Also nach Finnland. Ja. Okay, dann häng dich mal mich an, Heiko. Achso, ja, warte. Jo, das ist jetzt dein Job. Boah, beten wir, dass das funktioniert. Nein, der darf nicht da reinkommen. Ja, ich bin nicht reingekommen. Alter, und jetzt hätte ich gefickt. Oh, hups. Tobi, hast du schon wieder deine Moral so weit unten? Aber bis dahin, nee. Ist ja mal nichts dazu. Krieg wegen Machtprojektion durch den Krieg? Wahrscheinlich nicht, oder? Was? Ich bin dritte Großmachtrang. Arabien! Heiko, Weizenfrieden darf man schon machen nebenbei, oder? Ja, das hat der Toskana-Spiel die ganze Zeit gemacht, wir haben 30-jährigen Krieg. Ja, warte, ich frage mal kurz Toskana, ob der schon machen will. Was darf er machen? Nee, sowas natürlich nicht. Jetzt, müsst schon ernst in dem Krieg führen. Ja, ich habe ihn gerade in der Schlacht besiegt. Ja, aber... Ja, ich hab ja keine Ahnung, wie viel sie ihm. Ich will nicht, dass die Leute so die Krieg. Das Krieg soll halt wehtun, der soll halt auch den Gewinner echt viel kosten. Okay, ich sehe gerade im Stream, dass die Rebellen in Spanien gewonnen haben, das gefällt mir. Ach du Kacke. Geht die gerade komplett hops? Was sind das für Rebellen? Provinzialische Nationalisten, französische Nationalisten, wer spielt in Spanien? Ja, Spanien ist halt gerade seit 30 Jahren im Krieg gefüllt, also. Das ist die KI. Ihr wüsst es, Daniel, das Klagenfurt der Flughafen ausgebaut. Heiko, würdest du bitte wieder rausgehen, weil wir brauchen ja Ruhe für den Krieg. Und die Leute, so, dann folgen ja. Dir alle. User joined so. Hi Heiko. Hi. Wir haben uns schon gerade eben gefragt, wieso ihr uns alle alleine gelassen habt. Das freue mich auch. Ich weiß, dass Spanien gerade komplett zerlegt wird von Arabien. Das bedeutet, wir haben einen neuen Großmachtfeind. Oh. Erstmal Spionagenetzwerk aufbauen. Okay. Tobi war... Die sind gerade beschäftigt, die führen Fettkrieg. Nee, mit wem quatsche ich eigentlich die ganze Zeit, ist meine Frage. Maxi. Maxi. Mit Maxi quatsche ich nämlich die ganze Zeit über Hearts of Iron und wir reden gerade über die Bugs etc. pp. Hearts of Iron ist auch ein gutes Game. User joined your channel. Ich jetzt schon rangesetzt habe. Und diese Bugs zu decken. Das ist total schlimm. Du hast gerade ziemlich hart geleckt, aber ja. Ich mach's immer mal wieder. Okay, sorry. Also, ich spiele gerade das Spiel selbst und ich kann nicht aufhören, an diese Bugs und an diese Fehler zu denken, die dieses Spiel hat und die mir gezeigt wurden. Verstehst du, was ich meine? Ja. Das ist gerade, oh. Vor allem das Problem ist halt immer, wenn man sie kennt, dann will man es irgendwie noch mal machen, ne? Ja, aber ich will sie eigentlich nicht machen, aber ich hab sie halt im Kopf und du hast irgendwie diesen Drang, sie zu machen. Ja, denkst du so, ah, jetzt könnte ich das machen. Ja. Da kommt es doch in Russland, bald mal auf Russland. Du leckst zu sehr, ich verstehe kein Wort. Warte. Jetzt ist besser. Ich denk mir so gerade die ganze Zeit, als Russlandspieler, warum soll ich die große Säuberung machen? Ich kann doch einfach eine Einheit nehmen. Dort die ganzen schweren Panzer rein. Dann Bürgerkrieg lassen. Und dann habe ich schwere Panzer bis zum Abwinken. Stimmt, ich frage mich, was hier Russland eigentlich macht. Maxi, du siehst, was Alina macht, oder? Nö, ich hab's beendet. Keine Lust mehr gehabt. So schlimm bei ihr. Nee, erstens ist nichts passiert zu der Zeit und dann haben wir eben allen. Das war jetzt zur Zeit, wo wir alle wieder im gleichen Channel waren. Da dachte ich mir so, ach, muss jetzt auch nicht mehr sein. Sie wird es schon, die macht, selbst wenn ich bei ihr zuschaue, die führt keinen Krieg. Ja, doch, gerade eben schon. Also, Polen als Krieg war, habe ich gesagt, ja, willst teilnehmen.
Nee, lass mal die eine einfach liegen. Ja, gut. Hat sich nur darüber beschwert, dass wenn ihre Häfen blockiert wurden von Schweden. Ja, das war so, wir alle halb tot. Okay, das nicht, aber halt wirklich viel Truppen verloren. Sie. Nice. Ich hab irgendwie ein paar irgendwas verloren. So ein bisschen Handel oder so. Ja. Heiko, hast du schon alle meine Faktoren gebaut? Tatsächlich wollte ich gerade eben nachschauen, was ich alles noch bauen kann. Ich kann noch 4 Schiffe bauen. Aber gut. Heiko, kannst du mir dann jetzt mal, wenn du dein und Ruhe hast, dann mal im Detail etwas so bei der letzten Hearts of Iron Runde so alles schief gelaufen ist? Also ein bisschen was habe ich ja schon mitbekommen. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es schon gar nicht mehr. Leute haben über Regeln diskutiert, die ich nicht auswendig kannte und deswegen war das dann ziemlich schwer, da jetzt irgendwas zu sagen. Okay. Also ich glaube wirklich, das meiste waren die Templates. Ich habe nur einmal ins Stream geguckt und ich glaube, das war da, wo England ausgerastet ist und rumgeheult hat, weil er besetzt wurde oder irgendwie sowas. Ja, aber sowas, das sind Regeln auch von mir, das sind sie selber schuld. Weißt du, da sagt man tausendmal, macht nichts Dummes und wenn ihr was Komisches macht, dann klärt es doch vorher ab und dann lassen sie ihr Land alleine stehen. Ja, sehr gut. Da hab ich für keine Verantwortung. Nee, aber ich habe schon ein bisschen jetzt Maxi gequatscht, so. Also ich glaube, vieles von dem, was ich da aufgeschrieben habe, ergibt schon Sinn. Das ist jetzt nicht so, Ja, es ergibt schon Sinn, aber halt, wenn man halt spielt, doch halbwegs kann, dann denkt man, ich will das gerne machen, aber dann geht das nicht. Genau, ja, natürlich, aber... Klar, es geht darum, dass alle eine Chance haben. Richtig, und ich meine jetzt mal so blöd, wie es klingt, als Spanier brauchst du nicht sofort im Bürgerkrieg Panzer. Nein. Ja, doch. Das muss nicht sein. Fürs Achievement, dass man vor Deutschland in Paris steht. Lol. Gibt es ein Achievement? Ja, es gibt ein Achievement, dass du als Spanier vor Deutschland in Paris bist. Kann man machen. Also man kann Bürgerkrieg als Deine Stimme ist wieder wunderschön. Adidas, nur eine Sache, was ich mir noch überlegt hatte. Die Sache mit dem China-Japan-Krieg. Soll man das vorhersagen, dass Japan den Krieg über den Fokus machen muss? Weil, wenn sie es nicht über den Fokus machen und warten, bis 38 kriegen sie einen Kriegsgrund so, wodurch sie nicht die ganzen Debuffs bekommen. Aber nur wenn China den Fokus nimmt, oder ne? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass mein Handel nicht so gut ist. Das Problem in Japan Heiko, ist... sorry, ja. Ich unterbreche, aber ich gehe mal packen, ich bin weg. Weil ach so, ja, stimmt, du gehst ja. Du hast was zu tun, aber wenn du willst, dann wir uns auf jeden Fall nächste Woche, dann können wir irgendwas starten. Jo. Na gut, ich wünsche euch mal einen schönen Abend noch. Ciao. Ciao. Also das Problem an Japan ist... Gut, ich höre mal woanders. Ich höre mal bei euch zu, die reden da oben über Haui. Komm, das muss ich gewinnen. Hey, warum solltest du das nicht gewinnen? Ihr wisst, dass wir gleich einen Hotshot machen. Also nicht Hotshot, sondern einen richtigen Neustart. Nö, aber ja. User joined your channel. Willst du schon machen? So, ich mache jetzt dann gleich Pause und dann könnt ihr schon mal allen sagen, dass sie Spiel neu starten sollen. Das Passwort bleibt dasselbe, nicht, dass die Leute verwirrt sind. Okay. Also, für die Leute bei YouTube, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Nächstes Mal gleich im Osmanischen Reichskrieg und mal ein bisschen Action im Heiligen Römischen Reich. Und ja, dann war es jetzt soweit von mir. Ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.